Die unaufhaltsame Kraft der Veränderung. Einmal in Schwung gibt es kein Zurück mehr. Wenn die Zeit für Neues gekommen ist, bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Wir alle unterliegen der Macht des beständigen Wandels, ob wir wollen oder nicht. Das Leben ist kein geradliniger Weg, der ständig auf demselben Niveau verbleibt und nie unübersichtlich oder unwegsam wird. Es geht manchmal abwärts, bevor es wieder aufwärts gehen kann. Hier sind Kräfte im Spiel, die wir Menschen nur bedingt beeinflussen können. Natürlich versuchen wir mit aller Macht, alles zu unseren Gunsten zu lenken und Unheil von uns fernzuhalten. Manchmal hilft uns die Willenskraft dabei, manchmal jedoch sind wir den Elementen und dem Plan, den das Schicksal für uns entworfen hat, schutzlos ausgeliefert. Wer bei dem Wort Veränderung spontan negative Assoziationen herleitet, sollte sich dieser Dynamik unbedingt von einer anderen Perspektive widmen. Ein paar Ideen hätten wir für dich, wie du die unaufhaltsame Kraft der Veränderungen für deine Zwecke nutzen kannst. Nummer 1. Jede Veränderung ist eine Chance. Es gibt natürlich Situationen im Leben, wo es uns ausgesprochen schwerfällt, die Chance hinter all den Risiken zu sehen, die neue Lebensumstände oder vielleicht sogar unvorhergesehene Dramen und Krisen mit sich bringen. Es wäre zynisch und kaltherzig zu behaupten, dass persönliche Tragödien, schwere Krankheiten und ernsthafte existenzielle Krisen der Persilschein für ein schöneres Lebensgefühl sind. Auch wenn es im überwiegenden Teil der Fälle so sein wird, dass uns die größten Veränderungen die umfangreichsten Perspektiven aufzeigen, so sehen wir das erst im Rückblick. Wenn die Lage nicht gerade lebensbedrohlich oder wirklich von dramatischem Ausmaß ist, fällt uns das Suchen und Finden der sich dahinter verbergenden Chance schon leichter. Ein Jobverlust zum Beispiel kann ein Segen sein. Wir selbst haben nicht immer den Mut, die Veränderung herbeizuführen, hauptsächlich aus Angst vor der Unsicherheit der Zukunft. Doch manchmal brauchen wir genau solche kosmischen Tritte in unsere vier Buchstaben, damit wir uns aufraffen und vorwärts kommen. Nummer 2. Jede Veränderung ist eine Einladung. Wie man es auch dreht und wendet, ohne entsprechende Impulse von außen würden die meisten Menschen dazu neigen, die Komfortzone des Bekannten und Bewährten niemals zu verlassen. Wir brauchen den mehr oder weniger sanften Zwang höherer Gewalt, um in die Gänge zu kommen. Neben der Chance, die sich uns so bietet, ist eine Veränderung aber auch eine Einladung in neues Terrain und in neue Dimensionen. Wem es gelingt, hier die offene Tür zu erkennen, die sich vor uns auftut, sollte mutig durch sie hindurchgehen. Zögern und Verweigern sind keine Optionen. Außerdem würden wir das Unausweichliche wahrscheinlich nur unnötig hinauszögern. Wie bei jeder anderen Einladung gilt auch hier: Ablehnen wäre unhöflich und würde in diesem Fall bedeuten, dass es so schnell keine weitere solche Gelegenheit mehr geben wird. Nummer 3. Jede Veränderung hat ihre guten Seiten. Diese Feststellung sollten wir uns stets vor Augen halten, auch wenn das Unerwartete im Moment, wo es über uns hereinbricht, nicht unbedingt viel Gutes verspricht. Wieder gilt: Drama, Krisen, Tragödien und Verluste sind zuallererst schmerzhaft und stürzen uns in ein tiefes Loch. Die Frage nach dem Sinn und Zweck stellt sich uns unweigerlich. Viele Menschen verlieren an solchen Tiefpunkten ihres Lebens nicht nur ihre Hoffnung und jegliche Perspektive, sondern sogar ihren Glauben. Lebenskrisen sind aber, mit etwas Abstand betrachtet, immer zu etwas gut. Wir treffen neue Menschen, erhalten neue Möglichkeiten und müssen uns Herausforderungen stellen, die wir unter normalen Umständen niemals angenommen hätten. Am Ende einer Krise steht ein neuer Anfang, von dem wir im Moment der Dunkelheit noch nicht wissen können, wie wichtig er rückblickend für unser Leben sein wird. Tod und Krankheit, Trennung und andere schwere Schicksalsschläge sind nicht verhandelbar. Aber wir haben es zu 100% in der Hand, wie wir mit den neuen Umständen umgehen und die uns bestmöglich zunutze machen. Viele Menschen berichten davon, nach der Genesung von einem Unfall oder einer schweren Krankheit erst den Sinn des Lebens und all seine Schönheit erkannt zu haben.
Sie lebten vorher in einer Art Trancezustand und Dauerschleife, die sich eher wie das berühmt-berüchtigte Hamsterrad anfühlte und nicht wie ein echtes Leben. Der Tod lieber Mitmenschen ist sicher die grausamste Form von Veränderung, der wir uns stellen müssen. Sie ist unumkehrbar und bietet uns weder Ausweg noch Alternative an. Doch auch hier liegen Ende und Anfang so nah beieinander, dass wir gar nicht anders können, als uns von dieser Welle mitreißen zu lassen. Vielen Verstorbenen ist langes Leid erspart geblieben, das Schicksal als Pflegefall und Belastung für die ganze Familie. Manche hätten das weitere Leben rund um sie herum nur schwer ertragen können. Eine Trennung ist ebenfalls schwierig und schmerzhaft, muss aber manchmal als Erlösung betrachtet werden. Den letzten Schnitt gewagt hätten wir aus eigener Kraft vielleicht niemals. So stehen uns wieder alle Möglichkeiten offen, vielleicht auch jene, einmal nur Zeit mit uns selbst zu verbringen und uns in aller Ruhe einen völlig neuen Blickwinkel auf das Leben zu gönnen. Nummer 4. Jede Veränderung lässt uns stärker zurück. Egal wie dramatisch, einschneidend oder herausfordernd die neuen Situationen auch sind, wir lernen durch sie und gehen mit einem größeren Wissensstand daraus hervor. Doch nicht nur das. Wer gezwungenermaßen stark sein muss, weil sein Leben plötzlich eine 180-Grad-Wendung vollführt und kein Stein mehr auf dem anderen bleibt, kann diese neu gewonnene Kraft auf seinen weiteren Lebensweg mitnehmen. Es ist niemals schön, stark sein zu müssen. Doch wir sind jedes Mal rückblickend erstaunt darüber, wie viel wir auf uns nehmen können, wenn die Umstände es erfordern. Wir wissen im Vorhinein niemals, wozu wir wirklich fähig sind, bis die Veränderung an unsere Tür klopft und uns zum Tanz ins Ungewisse auffordert. Meist bleibt uns ohnehin keine Wahl. Das ist es auch, was der Veränderung ihren unangenehmen Beigeschmack verpasst. Der Zwang, jetzt und hier handeln und sich mit einer neuen Perspektive auseinandersetzen zu müssen, die man nicht bestellt und sich schon gar nicht gewünscht hat. Nummer 5. Jede Veränderung wirft Fragen auf. Es geht gar nicht anders. Wir stellen uns viele Fragen, wenn die Vorsehung sich erfüllt und wir dem Wandel ins eiskalte Auge blicken müssen. Einige davon werden sein: Was kommt jetzt? Wie wird die Zukunft? Was hätte ich anders machen können? Doch die eigentlich wichtigen Fragen, die dich aus dieser Krise oder dieser Zwickmühle heraus und weiterbringen können, sollten eher lauten: Wie nutze ich diese Chance jetzt am besten für mich? Welche Alternativen gibt es? Was könnte ich jetzt tun, das ich schon immer machen wollte? Wovor habe ich Angst? Was hält mich zurück? Unser heutiges Fazit: Denk dich mutig. Falls du zu jenen Menschen gehörst, die gerne auf möglichst viele Eventualitäten des Lebens vorbereitet sein möchten, kannst du dir eine erste Hilfeformel für den Notfall zurechtlegen. Natürlich wird es uns niemals gelingen, auf alles tipptopp vorbereitet zu sein. Doch du kannst dich mental und emotional immer wieder darauf einstellen, dass dies oder jenes passieren könnte. Nicht falsch verstehen. Damit ist nicht gemeint, dass du dich prophylaktisch jeden Tag deines Lebens davor fürchten sollst, was als nächstes passieren kann. Betrachte es eher als spannendes Gedankenexperiment und frage dich: Was wäre wenn? Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.